Hallo Leute! Moin Moin! Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum wir nicht auf dem Acker sind, da wo wir aufgehört haben rumzuackern. Das hat einen ganz einfachen Grund, und Und zwar den da. der hässliche Stix! Wir haben heute einen Gastauftritt von den Kollegen und da haben wir uns irgendwie so sozusagen schon was Besonderes ausgedacht. Und zwar darf der uns jetzt in zwei vollen Parts, also sozusagen fast 15 Minuten, fast 30 Minuten, darf er uns rumkommandieren. Ja, ist das nicht wunderschön? Das heißt, er kann uns ins tiefste Verderben reißen und wir können so praktisch nichts dagegen tun. Du hast doch gar nicht gesagt, sag doch mal Hallo. 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 Ja, dann fangen wir an hier. Hast du ja irgendwie so was wie einen Plan gemacht oder so? Boah, wie das? Plan, Ich bin einfach komplett planlos. Nein. Super. Planlos, ist eine gute Band. Also, kommt aber hier hinter das Feld. Das schöne Feld, wo hier noch ein bisschen Weizen drauf ist. Boah, das lag aber wirklich ekelhaft. Wo bist du überhaupt? Das ist da hinten auf dem Feld. Oh. Ja, da wo der Weizen ist, wo der eine hier mit der Ballenpresse steht und ja. Ja, also Julian, du hast das wahrscheinlich noch nicht ganz so verstanden, deswegen sage ich dir nochmal, du hast die Macht. Sag, was wir tun. So, also hier, der Skrober kann jetzt direkt hinter mir herfahren, kann schon mal Ballenpressen. Und der Master kann dann direkt sich den Anhänger schnappen und kann auch direkt dahinter herfahren. Damit ich den frisch gehäckselten Mais, Weizen oder die Gerste, die es ist, direkt wieder schön abladen kann. Ist das was? Was ist es denn überhaupt? Boah, es lag also so ekelhaft. Gerste. Ja, es geht dann. Nee, nee, da geht gar nichts hier. Ja, hier. Warum schiebt ihr eigentlich nie hier diese scheiß Vogelscheuche? Nee, das schlagt ja überhaupt nicht. Das machen wir jedes Mal, aber das Problem ist, dass die Vogelscheuche halt immer wieder respawnt. Ach komm, das kannst du hier voll vergessen. Nein. Das wird nicht vergessen. Du machst das jetzt noch und schiebst die Vogelscheuche weg. Mit drei Leuten einfach viel cooler ist als mit zwei. Ja, hat was, ne? Irgendwie das schon, ne? Nur irgendwie will er hier mit den ganzen Comments nicht so richtig. Was? Will hier mit den ganzen Comments nicht so richtig. Was für Comments? Mit den ganzen Stufen von dem Tempomat. Ja, und wenn wir da hier so ins Grober von Mähdrescher fährt, und hier so ein Master dann auch. Beide auf die Vogelscheuche losgehen, dann machen wir beinahe schon Gedanken, dass das hier was Produktives wird, aber das wird mach schon. Mach mal jetzt hier dein Rohr raus. Ja, ich fahr mein Rohr raus hier. Dein Rohr, Hier, einer von euch beiden kann sich auch schon mal einen Gruber schnappen und kann hier gleich schon mal das Feld wieder neu grubbern. Du musst aber genau sagen, wer. Einer von beiden ist nicht so genau definiert. Einer von beiden, der jetzt gerade nicht neben mir mit dem Anhänger herfährt, sondern irgendwo auf dem Feld und hier das Ganze. Die Ballenpresse, ja. Ja, genau, die Ballenpresse. Das heißt, obwohl, nein, eigentlich kann derjenige, der jetzt gerade Ballenpresse, einfach mal fertig machen, kurz da das Teilstück, da ja da dann gleich wieder gegrubbert wird, weil sonst ist ja das. Die können wir dann aus den Sachen keine schönen Ballen pressen. Genau, und Ballen bringen Geld. Ja, eben. Geld regiert die Welt. Ja. Auch die Welt des Landwirtschaftssimulators. Dann würde ich dann, nachdem wir die Ballen gepresst haben, erstmal unseren kleinen blauen Grubber es holen. Es lag, um Gottes Willen. Du kannst mir einfach Stix nennen. Ach so, und sonst nenne ich dich um Gottes Willen, oder was? Ja. Das hat gerade so not so release ergeben. Naja, um Gott halt eben. Weil ihr handelt heute nach meinem Willen, oder? Na ja, gut, das stimmt. Ja, Stix, wir haben auch so einen schönen kleinen blauen Grubber. Ja. Den werde ich dann auch gleich holen. Ach, so ein schönes Blau wie der Ballensammelwagen da drüben. Ja, genau, so ein schönes Blau. So ein schönes Blau, ja. Das ist echt ein schönes Blau. Ja, gefällt mir auch ganz gut. Und vor allen Dingen ist der schön klein und handlich, passt in jede Handtasche. Ja, vor allem kannst du dann jede einzelne kleine Stelle dieses tollen Feldes damit grubbern. Auch hast die kleinste Stelle oder auch eben das ganze Feld in über einer halben Stunde. Ja. Passt unter jeden Pulli. Da weiß ich ja, was ich in diesen zwei Parts zu tun habe. Grubbern wir ordentlich.
So gut, dann haben wir hier schon mal fertig gegerst. Man könnte ja auch mal eine Probe anschaffen. Ja. Habt ihr eigentlich noch einen. Wo steht denn hier der dritte Schlepper von euch? Habt ihr noch gar keinen dritten Schlepper? Nee. Wollt ihr nicht extra mal hier, wenn ich schon bei irgendeinem Let's Play mitwirke, wir werden nur noch einen anschaffen. Hey. Könnte man eventuell machen. Sag einfach nur ein Machtwort, da wird das. Die ganze Produktivität hier noch erhöhen. Wie viel Geld habt ihr? Kommt drauf an, wenn du sagst. Wie viel Geld habt ihr denn jetzt zur Verfügung gerade? 67.000. 67.000, so, dann gehst du mal in den schönen Shop rein da, Strober. Ja. Dann guckst du dir an. Mit 67.000, da wir ja schon einen schönen grünen Schlepper haben, mit dem du gerade da rumfährst, holen wir uns einen schönen pornoroten Schlepper, oder? Ja. Pornös-roten. Willst du den vielleicht auch gleich holen? Ja, ich nehme den auch gerade mal und hol damit gleich mal den Gruber. Ich habe den Autostack schon an den grünen angehangen, dann kannst du direkt loslegen. Gut, dann mache ich jetzt schon mal mit den... Gut, obwohl, nein, Johannes. Johannes, sammel mal die Ballen ein. Okay. Mich würde mal interessieren, was kostet denn eigentlich der große Grubber? Der ganz große Grubber? Ja, ich meine, ich weiß es ja nicht. Der ganz große Grubber, Gibt's da noch einen großen Grubber? Der große Grubber kostet 53.000, davon sind wir gar nicht so weit entfernt. Ja, dann müssen wir uns mal in dem ersten Let's Play das Ziel setzen, dass wir dann noch schöner wirtschaften können, damit wir hier die Produktivität noch um einiges steigern können. Also wir haben 40.000 und da kostet 63.000. Das heißt, uns fehlen nur noch rund 20.000. Ja, dann vielleicht kriegen wir die denn hier schon mit den Ballen zusammen eventuell? Eventuell würden wir die mit den Ballen und vielleicht sogar auch mit dem Abgemähten zusammenkriegen. Dann werde ich mir jetzt mal hier den schönen grünen Schlepper besorgen. Wenn das überhaupt ein Schlepper ist, das sind ganz viele Pixel. Aber nein, das ist nicht ein Schlepper. Der Lizard 2850C. Das hört sich echt schon episch an hier. Und wie sehen die Preise aus hier für unser geerntetes? Raps steht im Moment sehr gut, aber Raps haben wir nicht mehr zur Verfügung. Gerste können wir aber sehr gut in der Brauerei verkaufen im Moment. Gut, dann werde ich mich mal auf den Weg zur Brauerei machen. Dann schnappt ihr doch den schnellen Schlepper. Ja, dann müsste der Master mir den mal kurz aushändigen, oder? Wir tauschen schnell mal die Wägen, dann kann der Master schön da hinten hinpesen. Ja, oder so. Wo soll ich hinfahren? Zur Brauerei? Ja. Zur Brauerei, genau. Alles auskippen, ja. Habt ihr die Brauerei denn schon mal gezeigt? Ja. Ja? Ja. Machen die auch schönes, gebrautes? Nein. Ja, ich hab Master schon mal gefragt, ob wir da drinnen ins Aufen gehen wollen, aber er wollte nicht. Er wollte nicht, er musste noch fahren, ne? Ja. Klar wollte er. Klar wollte er! Du hast gesagt, nein, jetzt nicht. Jetzt nicht, ja. Jetzt müsst ihr auch gerade was machen. Hier ist auch noch Zeug zum Pressen für Ballen und so. Ja, ich hab gerade den Sammelwagen. Kannst du dir ja vielleicht nochmal. Hast du Grubbers da schon, ne? Ja. Ja, dann schnapp ich mir gleich hier nochmal die Ballenpresse. Beziehungsweise hier der Sammelwagen ist eh voll. Hauptsache ich fahr einfach über den Berg, ey. Ja, fahr einfach. Ja, warum denn nicht? Hab ich auch schon gemacht. Das ist lustig. Ich hab's mit dem grünen Schlepper versucht und das war nicht so. Ja, ich hab auch einen grünen Schlepper. Ich meine den schwachen grünen. Ach du Kacke, und ich fall hier einfach nur irgendwie. Was zum. Hauptsache du kommst am Ziel an. Ja, wenn, ne? Wie viele Tonnen hast du eigentlich dabei? 9.292, aber ich glaube, das sind keine Tonnen. Nee, das sind 9,7 Tonnen. 9,2. 3,2. Oh, da sind Preise gestiegen von Gerste. Geil! Ja? Jawohl! Auf 3,2! Alter, 3,2 von 2,7. Lol, aber Raps gesunken ist um 700. Was zum? Ach du Scheiße, so günstig war Raps ja noch nie. Raps? Ja, stimmt. Damals, ich weiß noch damals, meine Kinder. Gibt's hier nicht irgendwo auch noch ein Rapsfeld, was man abmähen könnte? Eigentlich müsste es doch rein theoretisch, wenn ihr in euren ersten beiden Let's Plays halt den Weizen und die Gerste gezeigt habt, müsste es doch eigentlich auch noch
sowas wie ein Mais- oder ein Gerstefeld geben? Sticks, wir haben aber schon mehr als nur zwei Parts. Also wir haben in unseren Parts bis jetzt Weizen und Gerste abgemacht. Raps und Körnermais noch nicht. Vielleicht könnt ihr euch ja mal auf die Suche machen. Vielleicht gibt's ja noch irgendwo ein Feld, weißt du? Ja, wäre ja gar nicht mal so blöd, wisst ihr? So von den Entwicklern gedacht her und so. Aber mir wird's jetzt langsam ein bisschen zu blöd. Wo war denn das Standardfeld jetzt? Welches Standardfeld? Das Standardfeld, eins der vorbestellten, so wie das Weizen und Gerste. Keine Ahnung. War das hinten der Milkerei oder wo war das? Bei der Milkerei? Bei der Milkerei. Ja, der Milchfabrik oder Molkerei. Da hinten, siehst du gerade die Halle da hinten, wenn du da über diese tolle Brücke drüber fährst und hinten weit entfernt vor den Bergen in der Landschaft. Ach, da bei den Kühen oder was? Ja, da bei den Kühen, glaube ich. Oh Gott, ich habe mich verfahren. Oder festgefahren, fast. Wie könnte man nochmal auf der Karte rauszoomen? Mit 9. Ah, cool. Ja toll, wo du rumfährst. Auf dem Berg. Ja, du wärst schon dreimal bei der Brauerei gewesen. Du fährst auch in die falsche Richtung. Ja, weil ich auf dem Rückweg bin, du Pfeife. Ach so. Hast du schon hier verkauft und so. Ne? Cool, ich bin jetzt gleich auf der Aussichtsplattform. Habt ihr denn eigentlich schon hier so ein Front, also halt Ballengabel? Ja. Wow! Wenn du immer. Achso, ja, wenn der Master gleich wieder da ist. Ja, für die Zuschauer, damit sie sich nicht wundern, ich habe übrigens gerade den Grupper verkauft und den größeren gekauft. Und für die Zuschauer, ich schreibe in die Videobeschreibung nicht meine Adresse, weil mich jetzt alle verkloppen werden. weil ich mich nämlich festgefahren habe. Nein, hast du nicht. Doch, habe ich. Aber auf der Aufsichtsplattform. Ein Stück, soll ich hoch oder willst du? Lass uns einfach beide hinfahren. Okay, warte, ich hole nur noch schnell den Grupper ab. Aber wie gesagt, auf der Aussichtsplattform, ne? Ja, ich hab's gehört. Also wirklich, ganz oben. Ja, ich hab's verstanden. Alter. Also wirklich ganz, ganz, ganz oben. Ja, höher, sehr gut. Höher geht's nicht, außer bei den Bergen im Hintergrund. Warum fährst du auf der Aussichtsplattform rum? Ich glaube, das verlangt nach einer Strafe. Ja, dann weiß ich, wer heute nicht mehr mit dem Schlepper da rumfährt. Und ich weiß, dass die Zeit abgelaufen ist. Ja? Ja. Okay. So, das war Part 1. Dann würde ich sagen, dann parken wir in der Stück nochmal schnell am Berg schön. Wo der Stück sehr lang fährt. Ist ein Offroad-Schlepper. Bleib mal stehen jetzt. Mich erstmal mit. Okay, dann Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Das war Teil 1 vom Zuschauer. Zuschauer Let's Play mit Zuschauer-Special. Genau, ja, Zuschauer-Special stimmt ja in dem Sinne eigentlich auch nicht. Sondern mehr so Mitspieler-Special. Ja, egal. Ja, Teil 1 auf jeden Fall. No, Definitionen sind Definitionen und wir machen uns vom Acker. Genau, Stick sagt nochmal Tschüss. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.